mir verboten. Japanese commercials. Easiest money you'll ever make. Grand Larceny is right up there. You ready for this? No worries. I do my own stunts. Hey, you're just a ride along, man. So don't get all Hong Kong style in there. I am a method actor. If I'm gonna play a saint with any degree of emotional truth, I gotta make it real. Trust me, Berg. Don't be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Depp? Ultra postmodernism. I love it. I'm cool with the Saints movie, but do we really gotta drag this asshole actor around? Cut Josh some slack. He's just researching his part. Yeah, I hope he signed a waiver. All right, people. Burke! Sorry, jumps his line. Can we go again? You all know the drill. Can I get a picture with the boss? Say sleaze. Get in line, bitch. Hey, don't be a dick. Do you call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies. We should be all up in their shit like... You got a plan, or we just shooting all these motherfuckers? That is my plan. Works for me. Ja, und mit diesen Kugeln hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Saints Row the Third. Ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe einen guten Freund von mir mitgebracht, der hier gerade schon freundlich vor uns steht und schon die ersten Feinde beseitigt. Stell dich doch mal kurz vor. Hallo, ich nenne mich Sarit und habe mich dazu bereit erklärt, wer zu viel gesagt. Ich mache einfach mal mit und hoffe, wir haben jede Menge Spaß. Genau, so. Wir sind hier fleißig dabei, eine Bank auszurauben. Und unser Schauspieler hat gerade gefailt, die Tür einzutreten. Wie er eigentlich schon die ganze Zeit durchgängig hier am Failen ist. Ja klar, ist halt nur ein Schauspieler, kein professioneller Gangster, wie wir das so sind. Richtig, genau so sieht's nämlich aus. So, einer links, einer rechts. Ladies mit Guns. Richtig. Und hier im Hintergrund unterhalten sich unsere Charaktere schon so ein bisschen darüber, wen wir hier eigentlich gerade ausrauben, weil es eigentlich nicht so üblich ist, dass sie hier mit 30.000 Knarren rumrennen. Warum denn? Hat ja jede Bank. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Yep. Ei, ei. Ist er nicht putzig? Ja. So, dann stecken wir uns hier ganz liebevoll die Bombe ein und los geht's. Räumen wir mal kurz unten noch die Lobby aus? Was? Räumen wir kurz unten die Lobby hier aus? Oh ja, warum nicht? Die präsentieren sich so schön. Genau, und dann auf die Treppe hoch. Wäre doch unhöflich. Richtig. So, möchtest du das Autogramm unterschreiben? Ja. Natürlich. Ich meine, das mache ich auch tagtäglich beim Bankausrauben. Ja, also einfach mal hier so ein paar Autogramme geben. Natürlich. Das ist absolut Standard, oder? Und man will ja ein anständiger Saint sein. Ja. Deswegen haust du es auch um. Ja, ja. Okay, dann ist das ein Image war noch, oder nicht? Richtig. Dann platzieren wir mal die Sprengladung. Get us all jail time? What?
don't wanna be some dude's bitch. Bye bye. Ach, schön. So, jetzt kriegen wir kurz erklärt, wie wir hier die Waffen wechseln. Nehmen wir mal hier das schöne Maschinengewehr für den Anfang. Ich hab's auch genommen. Ich hab mich drin verliebt. Funktioniert so zuverlässig. Endgranaten, nett. Naja. Wissen, was Spaß macht. Das stimmt. Granate. Granate. Kurz mal nachladen. Einfach mal übertrieben, wie viele das sind. Das hat. Ich bin überrascht, dass ein Normalbank so ein Sicherheitspersonal hat. Ja, doch. Fast hätte ich dich jetzt erwischt. Ja, fast, als ob ich einen Film drehen. Ja, das stimmt. Ach, da ist noch ein ganzer Haufen. Jetzt nicht mehr. Wie? Schon wieder alle weg? Oh. Würde ich sagen, ja. Ah, da oben schießen noch welche. Und da. Hm? Hm? Ein Attack. Ein Eingriffshubschrauber? Sweet. Ja. Dann immer mal fleißig drauf. Hätte ich jetzt nicht mit Attack Copter übersetzt, aber okay. Angriffshubschrauber. Ah, und unser Hubschrauber ist auch da. Wir können doch frei übersetzen in Deutschland. Krieg. Und los geht's. Ach, schau mal, Freunde. Die wollen uns netterweise unsere Kugeln abnehmen. Da oben ist gerade so fast Schatz oder sowas. Ja. Oh nein, Hubschrauber. Nice. Ah, ist der. Wow. Okay, wir haben ihn in der Luft. Den Tresor. Hat. Dass mal kein origineller Weg ist, eine Bank auszurauben. Ups, der Hubschrauber geht auf meine Kosten. Du darfst noch mehr davon machen. Ja, das wird im Laufe des Let's Plays bestimmt noch das eine oder andere Mal passieren. Du auch den Buggy-Soldaten, der da gerade in der Luft hängt? Hm? Oh. Ja, bei dem einen abgestürzten Hubschrauber hing bei mir gerade ein Soldat mitten in der Luft. Okay. Der saß in der Luft. Okay. Nee, den hat ach ja, Bugs halt. Machen jedes Spiel noch mal lustiger. Ja, auf jeden Fall. Solange es nicht Gothic 3 heißt. Es waren ja auch übertrieben viele, muss man sagen. Ja, wir haben zu viel auf Humor gesetzt. Wow, das war knapp, da war der Fuß fast noch dazwischen an der Wand. Ja, sind ein paar. Sag mal, war das gerade eine Rakete? Mann, wenn ich nur in Real Life das Gleichgewicht hätte. Das wäre nice, ja. Was der Junge hier hat, das ist schon beeindruckend. Oh, ja. Okay. Irgendwie sieht das nicht gut aus. Der fällt gleich ab hier. Oh ja, unser Hubschrauber sieht nicht mehr gut aus. Ja, da aber auch nicht. Nee, aber da kommt noch einer. Was für ein Nachschub die Menschen haben. Oh. Da kommt was auf uns zu. Nicht gut. Das war unser Hubschrauber, würde ich sagen. Und der Tresor. Den kriegen wir nicht. Schade. Naja. Wir kriegen schon noch was. Oh. Hallo Jungs. Wenn gute Überfälle schieflaufen. Geschafft. Success. Ein wenig Respekt für uns. Fortfahren. Ja, damit haben wir das Intro schon überlebt.
würde ich fast sagen. So, und jetzt kommen wir in die Charaktererstellung. Die werden wir jetzt gemeinsam offscreen lösen. Und dann sehen wir euch gleich wieder bei Let's Play Together Saints Row the Third. Bis dahin. Ciao. Bis gleich.